Unsere Erde ist bisher der einzige bekannte Planet, auf dem es Leben gibt. Das sah nicht immer so aus. Eine Verkettung unglaublicher Zufälle hat dafür gesorgt, dass sich aus einer Kugel aus Lava und giftigen Gasen unser lebendiger Heimatplanet entwickeln konnte. Seit ihrer Entstehung hat sich die Erde stark verändert. Berge, Meere und Kontinente sind entstanden und vergangen. Tiere und Pflanzenarten haben sich ausgebreitet und sind ausgestorben. Die meisten dieser Veränderungen sind sehr langsam, über viele Millionen Jahre hinweg passiert. Aber ab und zu gab es einschneidende Ereignisse. Innerhalb weniger tausend Jahre änderten sich die Umweltbedingungen drastisch oder ein neuer, entscheidender Schritt in der Entwicklungsgeschichte der Erde war getan. Für die Wissenschaftler, die die Geschichte der Erde erforschen, sind diese Ereignisse wie ein neues Kapitel in einem Buch. Sie unterteilen die Erdgeschichte in vier Abschnitte, die Äonen genannt werden. Doch das erste ist vor 4,6 Milliarden Jahren noch nicht angebrochen. Wir sind noch etwas zu früh. Bisher gibt es hier, wo sich später unser Sonnensystem befinden wird, nichts als eine Wolke. Sie steht am Anfang unseres Planeten. In ihr kreisen vor allem Wasserstoff und Helium in einer riesigen, wirbelnden Scheibe. Die Drehung dieser sogenannten Akkretionsscheibe wirkt der Schwerkraft entgegen und verhindert zunächst ihr Zusammenfallen. Doch die Schockwelle der Explosion eines entfernten Sterns, einer Supernova, treffen die Urwolke und stören kurzzeitig ihre Drehung. Dadurch kann die Zentrifugalkraft die Schwerkraft nicht mehr ausgleichen und die Wolke kollabiert. Der größte Teil von Gas und Staub stürzt ins Zentrum und ballt sich hier immer dichter zusammen. Der starke Druck heizt die Materie auf. Schließlich werden Temperatur und Druck so extrem, dass die Atomkerne fusionieren. Unsere Sonne entsteht. Ihre Strahlung verhindert das weitere Zusammenfallen der Wolke und stabilisiert sie. Winzige Abweichungen der elektrischen Ladung von Partikeln in der Urwolke sorgen für Wechselwirkungen an deren Oberfläche. Die Teilchen beginnen zu verklumpen. Erst auf Murmelgröße, dann so groß wie ein Schneeball. Wenn sie einen Durchmesser von etwa einem Kilometer erreichen, beginnt die Schwerkraft zu wirken. Aus einem kleinen Staubball ist ein massiver Gesteinsbrocken geworden. Diese Bausteine für das spätere Sonnensystem nennt man Planetensimale. Es dauert noch Millionen von Jahren, bis sich aus diesen Brocken die Erde formt. Und unser Planet ist damals einer von mindestens 100, der unsere Sonne umkreist. Wir befinden uns im Hadaikum, dem ersten Äon unserer Erdgeschichte. Wobei unser Planet vor 4,5 Milliarden Jahren noch nichts von dem Leben erahnen lässt, dem er später eine Heimat bieten wird. Auf der Oberfläche der jungen Erde herrschen Temperaturen von 1200 Grad Celsius. Das Erdmaterial differenziert sich allmählich, wobei die schwereren Elemente den Erdkern bilden, die leichten formen Erdmantel und Erdkruste. Der neugeborene Planet ist ein Ball aus kochendem Gestein. In dieser Frühphase der Planetenentwicklung befindet sich die Erde auf Kollisionskurs mit einem etwa maßgroßen Planeten. Theia kracht in die junge Erde und das mit der 20-fachen Geschwindigkeit einer Kanonenkugel. Zum Glück erfolgt die Kollision streifend. Ein frontaler Einschlag hätte die Erde vermutlich zerrissen. So reißt der Aufprall Billionen Tonnen Materie aus dem Erdmantel, die in den Orbit geschleudert werden. Dort bildet sich praktisch sofort, das heißt in weniger als 100 Jahren, der Protomond. Ein Ring aus rotem, heißem Gestein, aus dem die Schwerkraft langsam eine Kugel formt. Sie sammelt rasch die restlichen Trümmer ein und verdichtet sich nach knapp 10.000 Jahren zum Mond mit annähernd heutiger Masse. Er umkreist die Erde in einem Abstand von nur rund 60.000 Kilometern. Durch die Kollision rotiert die Erde schnell. So schnell, dass ein Tag kaum mehr als 6 Stunden dauert. Theia ist nicht der einzige Himmelskörper, der durch die Schwerkraft der Erde, die damals schon rund 90% ihrer heutigen Masse besitzt, auf Kollisionskurs gerät. Kometen und Asteroiden, die aus den äußeren Bereichen des Sonnensystems gen Zentrum gelenkt werden und dann auf die Erde stürzen, haben eine wertvolle Fracht an Bord. Wasser. Winzige Mengen an Eis stürzen auf die heiße Erdoberfläche. Sie schmelzen, verdampfen und siedeln sich schließlich als Dampfwolken um den Planeten an. Die Nähe von Erde und Mond führt zu starker Gezeitenreibung. Diese sorgt für eine zunächst sehr schnelle Abbremsung der Erdrotation mit Übertragung des Drehimpulses auf den Mond, dessen Bahnradius sich dadurch rasch vergrößert.
Diese Wechselwirkung mit Abbremsung der Erdrotation und Zunahme des Mondabstandes dauert stark abgeschwächt bis heute an. Die Erde wird langsamer. Das ständige Bombardement der Kometen und Asteroiden sorgt dafür, dass die Erde ständig umgewühlt und aufgeheizt wird. Denn die Brocken stürzt mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde. Und entsprechend heftig sind die Einschläge. Schon Brocken von einigen hundert Tonnen können hier locker eine Explosion von der Stärke einer Atombombe verursachen. Heute lassen sich diese Einschläge durch die Plattentektonik nicht mehr erkennen. Doch die Krater auf der Mondoberfläche lassen sich mutmaßlich auf dieses große Bombardement zurückführen. Erst nach einigen hundert Millionen Jahren lassen die Einschläge allmählich nach. Die Temperatur sinkt, der Planet kühlt ab. Das Gestein kann langsam erstarren und eine Erdkruste bilden, die im Laufe weiterer Jahrmillionen immer dicker wird. Doch bis heute ist sie nur eine hauchdünne Schicht, die auf einem zähflüssigen, heißen Erdinneren schwimmt. Wir befinden uns jetzt im Archaikum, dem zweiten Äon unserer Erdgeschichte. Die Abkühlung der Erde sorgt dafür, dass der Wasserdampf, bestehend aus dem Eis der Asteroiden, wieder zu flüssigem Wasser wird. Es beginnt zu regnen. Diese ersten Regengüsse müssen stärker als jedes Gewitter gewesen sein, das wir uns heute vorstellen können. Und es muss sehr lange geregnet haben. Mehrere 10.000 Jahre. Große Teile der jungen Erdoberfläche werden überflutet. An manchen Stellen bis zu 10 Kilometer hoch. So entstehen die Ozeane. Vulkaninseln tauchen aus den Meerestiefen auf, durch Magma, das aus der Tiefe an die Oberfläche strömt und dort erkaltet. Diese Inseln werden sich später aneinanderfügen und den ersten Kontinent bilden. Sein Name ist Ur, eine Insel in Äquatornähe, kleiner als Australien. Wir befinden uns jetzt auf einer Erde, auf der es Wasser und Land gibt. Die Luft besteht aus Methan, Ammoniak und Wasserstoff. Eine Mischung, die durch die Vulkanausbrüche über der urzeitlichen Erde wabert. Regen spült sie ins Meer. Vor allem in flachen Gewässern können sich hohe Konzentrationen ansammeln. Ob durch aggressive Sonnenstrahlen oder Blitze. Die Teilchen müssen immer wieder miteinander reagiert haben. Eine zufällige Kombination von Molekülen hat dann zum ersten Mal eine besondere Eigenschaft. Es sind Aminosäuren, ein wichtiger Bestandteil der Zellen aller Lebewesen. Doch auch in den Tiefen des Meeres ist es nicht ruhig. In der Tiefe des Urmeeres bietet sich ein außergewöhnliches Bild. Aus bizarren Schloten, sogenannten schwarzen Rauchern, strömt eine heiße Flüssigkeit. Meerwasser, das durch Risse in die Erdkruste gesickert ist. Dort hat es sich erhitzt und mit wertvollen Gasen und Mineralien angereichert. Gemeinsam mit den Aminosäuren ein Chemiecocktail, der es in sich hat. Man weiß nicht, wann und wie genau es passiert ist. Aber die Chemikalien in der Ursuppe reagieren miteinander und schaffen Leben. Einzellige Organismen, Archaebakterien. Sie sind die ältesten Lebensformen, die wir heute kennen. Alle Arten kommen nur in sehr unwirtlichen Biotopen, wie im Sickerwasser, in Geysiren oder eben in der Tiefsee vor. Die ersten Lebewesen auf unserer Erde und ein entscheidender Schritt in der Geschichte unseres Planeten. Das Leben beginnt, erst nur mikroskopisch klein. Und die Einzeller bleiben auch lange die einzigen Lebewesen. Ein großer Entwicklungssprung findet erst vor rund 2,7 Milliarden Jahren statt. Wir befinden uns in seichtem Gewässer. Dort haben sich seltsame Formationen im Wasser gebildet. Ihre Form gleicht der eines überdimensionierten Pilzes, der aus dem Meeresboden zu wachsen scheint. Tatsächlich sind diese Gebilde eine Kolonie von lebenden Bakterien, sogenannte Stromatolithen. Diese Bakterienkolonien bilden sich nicht grundlos so nah an der Wasseroberfläche. Sie haben einen Weg gefunden, aus Sonnenlicht Nahrung zu gewinnen. Photosynthese. Mit Hilfe von Sonnenenergie produzieren die Bakterien aus Kohlenstoffdioxid und Wasser Glucose, besser bekannt als Traubenzucker. Bei der Photosynthese fällt außerdem ein Abfallprodukt an, Sauerstoff. Nach und nach reichern die Stromatolithen den Ozean damit an. Der Sauerstoff reagiert mit Eisenvorkommen vulkanischen Ursprungs im Wasser. Das Eisen oxidiert. Der entstandene Rost lagert sich auf dem Meeresboden ab und bildet dort eisenhaltige Ablagerungen. Bis heute sind solche sogenannten Bändererze erhalten. Und sie sind auch heute noch global die wichtigsten Eisenerze. Die starke tektonische Aktivität, also das Bilden und Verschieben von tektonischen Platten, führt zu dieser Zeit außerdem stetig zur Neubildung und zum Zerfall von kleinen Kontinenten.
Die durch die tektonische Aktivität entstehenden starken Klimaschwankungen beschleunigen die Verwitterung von Landmassen, die ihrerseits erhöhte Nährstoffe in den Ozean zuführen. Dadurch wächst und gedeiht das Leben in den Meerestiefen. Und besonders auch die Bakterienkolonien, die den Ozean immer weiter mit Sauerstoff anreichern. Doch allmählich sind die Eisenvorkommen aufgebraucht. Der Sauerstoff bindet sich nun nicht mehr durch die Oxidation und das vermehrte Auftreten von freiem Sauerstoff hat schwerwiegende Konsequenzen für eine Vielzahl der Mikroorganismen, der bis zu diesem Zeitpunkt zahlenmäßig am stärksten vertretenen Lebensform. Die Anreicherung ist für viele der Arten toxisch. So führt der Anstieg des Sauerstoffgehalts zum ersten großen Massenaussterben in der Erdgeschichte. Doch da die Zunahme an Sauerstoff vergleichsweise langsam vonstatten geht, haben einige Arten die Chance, sich den Veränderungen anzupassen. Während des Paläoproterzeugums entwickelt sich das noch einzellige Leben weiter. Aus einfachen Bakterien entwickeln sich die ersten komplexen Einzeller. Ihre Zelle weist abgrenzbare Bereiche auf, sogenannte Organellen. Und etwas später entwickelt sich sogar der Zellkern. Das Leben auf unserer Erde entwickelt sich fortwährend. Doch nicht nur biologisch tut sich einiges, auch geografisch steht unser Planet nicht still. Der erste Superkontinent bildet sich. Die sogenannten Kontinentalplatten sind im Laufe der Jahrmillionen aufeinander zugedriftet. Rodinia entsteht vor 1,1 Milliarden Jahren. Der erste echte Superkontinent. Im Neoproterzeugum reichern die Organismen, die zur Photosynthese fähig sind, Wasser und Luft immer weiter mit Sauerstoff an. Es gibt einen großen Kontinent, die Temperatur an der Oberfläche beträgt 30 Grad Celsius und die Tage sind 18 Stunden lang. Trotzdem spielt sich das Leben auf dem Planeten ausschließlich im Wasser ab. Der freie Sauerstoff beginnt das starke Treibhausgas Methan zum schwachen Treibhausgas Kohlenstoffdioxid und Wasser zu binden. Es kommt zur großen Sauerstoffkatastrophe. Denn nach und nach wird so viel Methan oxidiert, dass nicht mehr genug davon vorhanden ist, um die Sonnenwärme auf dem Planeten zu halten. Der Kohlenstoffdioxid wird durch sauren Regen im Gestein eingelagert. Auch er kann die Sonnenenergie nicht mehr auf der Erde halten. Es kommt zu einem starken Temperaturabfall. Ein globaler Kälteeinbruch, der die Erde in nur einigen tausend Jahren auf minus 50 Grad Celsius herunterkühlt. Eine Eiswüste legt sich um den Planeten. Und je mehr von Eis bedeckt ist, desto mehr Sonneneinstrahlung wird reflektiert. Es ist ein selbstverstärkender Effekt, der die gesamte Erde einfriert. Diese Eiszeit nennt man in der Wissenschaft paläoproterzeuische Vereisung. Das Phänomen der komplett gefrorenen Erde wird als Schneeballerde bezeichnet. Der Eispanzer ist kilometerdick. Über die gefrorenen Ozeane breiten sich die Polkappen aus, bis sie schließlich am Äquator zusammentreffen. An den dicksten Stellen beträgt der Eismantel 3 Kilometer. Aber was hatte schließlich die Kraft, diesen Eispanzer zu sprengen? Und muss das Leben danach von vorne beginnen? Verantwortlich für das Ende der Eiszeit, eine der längsten in der Erdgeschichte, sind Vulkane. Doch nicht durch die Lava, die das Eis schmilzt, oder die Eruption, die den Panzer aussprengt. Bei jedem Vulkanausbruch kommen riesige Mengen Kohlenstoffdioxid frei. Und die Mineralien, die vor der Eiszeit für das Verschwinden des Kohlenstoffs verantwortlich waren, sind unter dem Eis eingeschlossen. Also reichert es sich in der Atmosphäre an. Das Gas legt sich wie eine Decke um die Erde und hält die Sonnenwärme an deren Oberfläche. Nach 15 Millionen Jahren beginnt das Eis endlich zu schmelzen. Wissenschaftler vermuten, dass das Gewicht des kilometerdicken Eises die Erdkruste nach unten gedrückt hat. Nun bricht diese auf. Durch die Risse gelangt Magma und weiteres Kohlenstoffdioxid an die Oberfläche und der Schmelzprozess kommt nun richtig in Gang. Durch eine Reihe von chemischen Prozessen haben sich Sauerstoffverbindungen im Eis gebildet. Während der Schneeballphase entsteht unter dem Einfluss der ultravioletten Strahlen der Sonne im Eis eine sauerstoffhaltige Chemikalie, Wasserstoffperoxid, ein Bleichmittel. Jetzt schmilzt das Eis und das Wasserstoffperoxid zerfällt. Riesige Mengen Sauerstoff werden freigesetzt. Die Welt vor 600 Millionen Jahren. Der Planet unter dem geschmolzenen Eis sieht völlig verändert aus. Der Ozean, der vor Anbruch der Eiszeit, die 75 Mal länger als die Geschichte des modernen Menschen andauert, war belebt von Mikroorganismen. Überlebt haben die Eiszeit nur wenige.
Dennoch, einige der Bakterien haben dem Klima gestrotzt und in dem sauerstoffreichen Ozean des Edekariums, der jüngsten Periode des Protozoikums, vermehren sie sich prächtig. Auf diese Zeit werden die ersten Funde von mehrzelligem, tierischem Leben datiert. Wir verlassen nun das Präkambrium, eine Zeit, die drei der vier Ähren der Erdgeschichte umfasst. Sie endet mit dem Beginn der vierten Ära, dem Paläozoikum. In dieser Zeit wird sich aus den primitiven Lebensformen der moderne Mensch entwickeln. Das Paläozoikum beginnt mit dem Kambrium, der Entwicklung des Tier- und Pflanzenreiches. Die sogenannte kambrische Explosion bringt nach den langen Jahrmillionen der Eiszeit eine neue Fülle an Lebewesen mit. Die ersten komplexen Vielzeller bilden sich. Im Kambrium sind bereits fast alle modernen Tierstämme vorhanden. Schwämme, Nesseltiere, Gliederfüßer, Armfüßer, Weichtiere, Stachelhäuter und andere kleine Stämme von Wirbellosen, wie auch die Vorläufergruppen der Wirbeltiere. Viele Arten entwickeln erstmals harte Skelette und Gehäuse, um sich vor Räubern zu schützen. Im starken, calciumcarbonathaltigem Wasser funktioniert das gut. Die wohl zu den Schwämmen zählenden Archaeozyatiden bauen die ersten großen Riffe der Erdgeschichte. Alles in allem wächst die Flora und Fauna im Ozean. Das Leben blüht auf. Im Ordovizium bilden sich schließlich auch die Moostierchen. Damit sind alle Tierstämme, die wir heute kennen, entwickelt. Der Ozean, den wir nach der Eiszeit tot geglaubt hatten, ist gefüllt mit den verschiedensten Tieren und Pflanzen. Das Leben scheint auf dem Vormarsch zu sein. Doch wie sieht es an Land aus? Ein neuer Superkontinent hat sich am Ende der Eiszeit gebildet. Gondwana. Doch so lebhaft wie es unter Wasser zugeht, so leer sieht es auf dem Land aus. Grünalgen waren im oberen Kambrium verbreitet. Vermutlich entstehen daraus im Ordovizium die ersten einfachen Landpflanzen in Form von Moosen. Mehr lässt sich hier vor 485,4 Millionen Jahren aber nichts finden. Wenn schon nicht an der Oberfläche, tut sich wenigstens unter Wasser etwas. Vor 497 Millionen Jahren bilden sich die ersten Wirbeltiere, die Pteraspidomorphi. Aus ihnen entwickeln sich 45 Millionen Jahre später die ersten Knochenfische. Am Land beginnt das Leben erst im Silur. Grund dafür ist die Atmosphäre. Noch schützt sie die Erde nicht vor der tödlichen Sonnenstrahlung. Nur unter Wasser ist man vor ihr ansatzweise sicher. Doch aus Luftsauerstoff, dessen Moleküle O2 durch den energiereichen Anteil des Sonnenlichts zu Sauerstoffatomen gespalten werden, entsteht Ozon. Eine schützende Schicht, die sich um die Erde legt und den tödlichen Teil der Sonnenstrahlung absorbiert. Im Laufe von 120 Millionen Jahren wird die Ozonschicht dicker. Dem Leben an Land sind nun die Türen geöffnet. Ohne das schützende Ozon sähe unsere Erde heute auf ihren Landmassen wohl noch immer so karg aus wie vor 450 Millionen Jahren. In den darauffolgenden Jahrmillionen entwickeln sich erste Gefäßpflanzen an Land. Xylophyton, eine ursprüngliche Landpflanze mit Xylem und Phloem, aber noch ohne Differenzierung in Wurzel, Stamm und Blätter. Sie betreibt Photosynthese über die gesamte Oberfläche und vermehrt sich über Sporen. Sie steht an der Basis der Urfahne. Vor 370 Millionen Jahren sind die Pflanzen weitestgehend die einzigen Lebewesen auf dem Land. Die ersten Insekten leben bereits, ansonsten beschränkt sich tierisches Leben nach wie vor auf das Wasser. Hier entwickeln sich besonders die Panzerfische in atemberaubender Vielfalt. Wir befinden uns im Zeitalter der Fische, dem Devon. Panderichthys ist eine etwa 380 Millionen Jahre alte Gattung fossiler Fische aus dem Oberdevon und wird als Übergangsform zwischen Fischen und primitiven Landwirbeltieren interpretiert. Die Knochen seiner vorderen Brustflossen sind bereits weitgehend zu Gliedmaßen umgestaltet, die hinteren Bauchflossen hingegen noch weitgehend fischähnlich. In nur 15 Millionen Jahren entwickeln sich aus ihm die ersten Tetrapoden, Vierfüßler mit stabilen Gliedmaßen. Sie sind Amphibien, können sich also nur im Wasser fortpflanzen. Im Karbon wird der letzte Lebensraum besiedelt. Die ersten Fluginsekten schwirren in der Luft. Die Landwirbeltiere, die in ihrem neu erschlossenen Lebensraum keine Nahrungskonkurrenten besitzen, entwickeln sich schnell weiter. Schließlich vor 350 Millionen Jahren zu einer neuen Großgruppe. Der Hylonomus ist der erste Vertreter der Amnioten. Er ist ein Reptil und unterscheidet sich zu seinen Amphibienvorfahren darin,
dass sein Ei in sich einen abgeschlossenen Flüssigkeitskörper darstellt. Das bedeutet größere Unabhängigkeit vom Wasser bei der Fortpflanzung, da sie auch an Land abgelegt werden können. Der hohe Sauerstoffgehalt in der Luft vor etwa 300 Millionen Jahren lässt es zu, dass die Tiere auf dem Planeten gigantisch werden. Der Meganeura, eine Gattung, die stark unseren heutigen Libellen ähnelt, hat eine Flügelspannweite von 70 cm. Und einige Amphibien an Land werden bis zu 6 Metern groß. Unter dem Druck von Stein- und Sedimentschichten entwickelt sich aus der Biomasse von toten Pflanzen weit ausgedehnte Kohlesümpfe. Sie bilden die Lebensgrundlage für neue Pflanzenarten und bilden die weltweit größten Vorräte an Steinkohle, aus der wir heute noch große Teile unseres Stroms machen. Nach und nach gewinnen die Reptilien die Oberhand über die Landmassen des Planeten und verdrängen die Amphibien. Während sie im Karbon noch stark die aquatische Lebensweise der Amphibien nachahmten, werden sie jetzt im Zeitalter des Perms an Land richtig heimisch. Vor etwa 275 Millionen Jahren kollidieren Gondwana und Laurussias und bilden so den jüngsten Superkontinent der Erdgeschichte, Pangaea. Die Parasauridea sind die größten und schwersten Landtiere ihrer Zeit und auf dem gesamten Kontinenten verbreitet. Im mittleren Perm erscheinen die ersten Therapsiden, moderne Vorläufer der heutigen Säuretiere, doch seinerseits noch relativ reptilartig. Unter der Stelle, wo heute Sibirien liegt, steigt vor 252 Millionen Jahren heißes Gesteinsmaterial aus den tieferen Schichten des Erdmantels an die Oberfläche. Ein sogenannter Plume. Darauf folgt eine Freisetzung von Schwefeldioxid, Methan, Kohlenstoffdioxid sowie großen Mengen Schwefelwasserstoffs, der zum Teil aus vulkanischen, zum anderen Teil aus organischen Quellen stammt. Infolge des Ausbruchs bedecken große Mengen basaltischer Lava den Großteil des urzeitlichen Sibiriens. Das heute noch von den Basalten eingenommene Areal hat eine Ausdehnung von etwa 2 Millionen Quadratkilometer. Ursprünglich belief sich die von vulkanischen Ablagerungen bedeckte Fläche vermutlich auf bis zu 7 Millionen Quadratkilometern. Durch explosive Eruptionen verteilt sich das vulkanische Material als Asche überall. Die extreme Erwärmung, Großbrände, saurer Regen und Sauerstoffverknappung durch die Anreicherung der Atmosphäre mit giftigen Gasen und Asche und nicht zuletzt das fehlende Wasser, das durch die Wärme verdampft ist, löscht ganze Biotope aus. Etwa 75% der Landlebewesen, darunter auch viele Insektenarten sowie ein großer Teil der Vegetationsbedeckung, fallen dem größten Massenaussterben der Erdgeschichte zum Opfer. Noch dramatischer sind die Auswirkungen in den Ozeanen. Dort sterben etwa 95% der marinen Lebewesen aus. Für die Dauer des Massenaussterbens an der Perm-Trias-Grenze werden mindestens 200.000 Jahre veranschlagt. Am Zusammenbruch des Ozeans maßgeblich beteiligt sind vermutlich in sauerstofffreien marinen Milieus massenhaft auftretende Einzeller, die ihre Stoffwechselprodukte in Form von Methan und Halogenkohlenwasserstoff in die Atmosphäre ausstoßen. Durch diese bakterielle Reduktion von Sulfat entsteht giftiger Schwefelwasserstoff, der sich nicht nur in den Meeren, sondern auch in der Atmosphäre anreichern, wobei wahrscheinlich auch die Ozonschicht nachhaltig geschädigt wurde. Die Katastrophe ist von gigantischem Ausmaß. Vor 250 Millionen Jahren sind wir quasi wieder dort, wo wir angefangen haben. Auf einem leblosen Planeten. Fast leblos jedenfalls. Die Spätfolgen des Massenaussterbens reichen zum Teil bis in die mittlere Trias. Während sich Ammoniten, Konodonten und Foraminiferen innerhalb von 1 bis 3 Millionen Jahren erholen, benötigen Korallenriffe 8 bis 10 Millionen Jahre zu ihrer vollständigen Regeneration. Noch länger dauert die Entstehung neuer Waldbiotope, die erst nach etwa 15 Millionen Jahren größere Areale besiedeln. Bedeutende Veränderungen durchlaufen auch die Landtiere. So überleben von den Säugevorgängern nur zwei Großgruppen, die anders als im Perm starke Konkurrenz erfahren. Insbesondere von der Gruppe der Archosaurierlinie. Im Laufe des späten Trias vollziehen sich schließlich Entwicklungen, die entscheidend für die weitere Evolution sind. Eine Linie der Archosaurier spalten sich in die beiden Linien auf, aus denen die Flugsaurier und Dinosaurier einerseits und die Vorfahren der Krokodile andererseits hervorgehen. Während aus dem Perm nur wenige aquatische Reptilien bekannt sind, erobern in der Trias zahlreiche Großgruppen erfolgreich Süßwasser und Meere.
Am stärksten passen sich hierbei die Fischsaurier diesem Lebensraum an. Mit dem enormen Aufschwung der Archosaurier in der jüngeren Trias geht ein Niedergang der zeitgenössischen Säugevorgänge einher. Alle bedeutenden Nischen werden von fleisch- und pflanzenfressenden Sauriern beherrscht. Die Säuger entwickeln sich zu kleinen, nachtaktiven Insektenfressern. Allerdings erscheinen am Ende der Trias fortschrittlichere Formen, die bereits sehr säugeähnlich sind. Mit den frühen Archosauriern als Stammgruppe der Vögel, den frühen Krokodilomorpha als Stammgruppe der Krokodile, den Urschildkröten und den frühen Kynodontiern als Stammgruppe der Säugetiere ist somit vor 20 Millionen Jahren bereits in der Trias der Grundstein für die heutige Tierwelt gelegt. Und auf die Trias folgte Jura, abgelöst durch das vierte Massenaussterben der Erdgeschichte. Hier fallen zum Beispiel die Konodonten und viele Amphibien zum Opfer. Umgekehrt folgt auf den Tod am Ende der Trias die Blütezeit der Dinosaurier. Im frühen Jura vor 190 Millionen Jahren zerbricht der Superkontinent Pangaea in das südliche Gondwana und das nördliche Laurasia. Der Spalt, der entsteht, füllt sich mit einem Ozean. Der Tethys entsteht. Aus ihm werden später der Indische Ozean und das Mittelmeer. Flüsse spülen Nährstoffe ins Küstengewässer und ziehen Fische an. Wenn sie sterben, sinken sie auf den Meeresboden hinab. Unter dem Druck der Sedimente und Hitze aus dem Erdkern wird aus den Fischleichen und dem toten Plankton Erdöl. Aus diesen prähistorischen Tier- und Pflanzenresten machen wir heutzutage Plastik und Benzin. Die Konvektionsströme im Inneren des Erdmantels gelten als die Ursache für die Plattenverschiebung. 180 Millionen Jahre vor unserer Zeit driftet die nordamerikanische Platte nach Westen und weg von der eurasischen Platte. Der Atlantik entsteht und mittendrin gibt es einen Vulkan. Der Meeresboden wurde in zwei gerissen und nach oben gedrückt. Berge und Vulkane entstehen. Sie bilden den mittelatlantischen Rücken. Das Wasser ist hier extrem heiß. Die Lava bildet einen neuen Meeresboden. Die Meeresströme lassen die Platten vom ursprünglichen Pangaea immer weiter auseinanderdriften. Gondwana zerbricht in Südamerika, Afrika, Indien, Australien und die Arktis. Langsam bilden sich neue Ozeane und Kontinente. Sie formen eine neue Welt. Nicht zuletzt dieser Plattentektonik ist es zu verdanken, dass sich die Saurier auch im Meer breit gemacht haben. Die Riesenechsen beherrschen den Planeten mehr als je zuvor. Dinosaurier gehören zu den erfolgreichsten Arten des Planeten. Sie überlebten Vulkane, Erdbeben und das Auseinanderbrechen von Kontinenten. Mehr als 200 Millionen Jahre beherrschen die Dinosaurier die Erde. Die Überreste der Kreide belegen, dass Säuger bereits zur Zeit der Dinosaurier eine gewisse ökologische Vielfalt entwickelt hatten und begannen, aus dem Schatten der Dinosaurier herauszutreten. So enthält die Jähhohlfauna Säugetiere mit Anpassung an eine baumkletternde Lebensweise. Besonders instruktiv ist jedoch Ripenomamus gigantus, der größte bekannte Säuger des Mesozoikums, mit einer Schädellänge von knapp 20 cm und einem geschätzten Lebendgewicht von 12 bis 14 kg, der Saurierbabys frisst. Trotzdem sind die Säuger den Dinos keine Gefahr. Ihre Herrschaft endet erst vor 66 Millionen Jahren mit dem Ende der Kreidezeit. Auslöser? Ein Asteroid nähert sich der Erde. 14 Kilometer groß, mit einer Geschwindigkeit um 20 Kilometer pro Sekunde. Er kracht in ein tropisches Flachmeer im Gebiet des heutigen Golfes von Mexiko. Durch die Wucht der Explosion, die wahrscheinlich auf dem gesamten Erdball zu vernehmen ist, werden einige tausend Kubikkilometer glühendes Gestein bis in die Stratosphäre geschleudert. Neben den unmittelbaren Auswirkungen des Einschlages wie Megatsunamis, einer überschnellen Druckwelle sowie Erdbeben, treten weltweit Flächenbrände auf. Wälder und Ähnliches gehen einfach in Flammen auf. Innerhalb weniger Tage verteilt sich in der gesamten Atmosphäre eine große Menge an Ruß- und Staubwolken, die das Sonnenlicht über Monate hinweg absorbieren und einen globalen Temperatursturz bewirken. Ein Absinken der Oberflächentemperatur um mindestens 26 Grad Celsius in weiten Teilen der Erde. Von der sich anschließenden biologischen Krise sind Ozean wie Festland gleichermaßen betroffen. 75% der Arten fallen dem fünften und letzten großen Massenaussterben der Erdgeschichte zum Opfer. Darunter nicht nur die Saurier, sondern auch die Ammoniten, die das Perm-Trias und das Trias-Jura-Sterben überlebten
sowie in hohem Ausmaß die Vögel. Nach einer vermutlich mehrere Jahrzehnten andauernden Kältephase beginnt eine rasche, zu Hitzestress führenden Erwärmung, bedingt durch Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid, die der Einschlag infolge der Verdampfung ozeanischer Böden freigesetzt hat. Die Dauer des extremen Treibhauseffekts wird auf rund 50.000 Jahre geschätzt, ehe sich das Klima wahrscheinlich erst nach mehreren hunderttausend Jahren endgültig stabilisiert. Das Aussterben der Dinos hat den Säugern die Türen geöffnet. Sie dominieren nun anstelle der Reptilien nach und nach die Tierwelt. Indem sie sich unter der Erde versteckten, konnten sie den Asteroiden überleben. Kleine Säugetiere nehmen nach dem Aussterben der Nichtvogeldinosaurier an der Grenze von Oberkreide zum Paläozän rasch an Größe und Art zu. Innerhalb kurzer Zeit besetzen sie eine Vielzahl verwaister ökologischer Nischen. Auch die Vögel, von denen nur ein kleiner Teil die Zäsur des Massenaussterbens überlebt hat, vollziehen unter weltweiter Verbreitung eine rasche evolutive Entwicklung. Der Darwinius Massey gehört zu einer der ersten Primatengattungen. Sein Gehirn ist größer und seine Augen erlauben ihm dreidimensional zu sehen. Seine Hände und Füße sind leistungsfähiger, was das Fassen und Manipulieren von Gegenständen sowie das Klettern in Bäumen angeht. Diese Primaten haben sich zu Menschenaffen und schließlich zu uns entwickelt. Sie sind eine unserer frühesten, direkten Vorfahren. Vor 47 Millionen Jahren ist die Luftzusammensetzung auf der Erde ähnlich wie unsere heutzutage. Die Temperatur beträgt ganze 24 Grad Celsius und ein Tag dauert knapp 24 Stunden. Die Vegetationsbedeckung ist auf dem gesamten Planeten munter in Gange. Die Kontinentalplatten bewegen sich immer weiter. Unser heutiges Indien, ein Bruchstück von Gondwana, treibt immer weiter nordwärts. Langsam wird hier der Himalaya gebildet. Der Mount Everest entsteht, mit knapp 8.848 Metern der größte Berg der Welt. Unser Planet vor 20 Millionen Jahren. Kontinente und Meere sind, wie wir sie heute kennen. Nur wir fehlen noch. Im Verlaufe des Miozäns bewegt sich Afrika nach Norden. Dadurch entfernt sich der Nordteil des Kontinents vom Äquator und das Klima kühlt ab. Die Regenwälder werden zurückgedrängt. Offenere Savannenlandschaften dehnen sich aus. Gleichzeitig beginnt südlich des Roten Meeres die afrikanische Platte auseinanderzubrechen, der ostafrikanische Grabenbruch. Das zentrale Tal von Tansania senkt sich unter dem Meeresspiegel ab. Die Ränder an den Gräben werden angehoben. Dabei entstehen mächtige Steilwände, die bis zu 2700 Meter hoch werden. Diese Berge unterbrechen die Westwinde, die zuvor feuchte Atlantikluft über ganz Afrika verteilt hatten. Nun regnen sie an den Bergen ab. Das Gebiet östlich der Berge liegt im Regenschatten und dies verstärkt doch die Umwandlung der früheren Regenwälder in eine Baumsavanne. Vor 8 Millionen Jahren wird Afrika noch einmal trockener. Um diese Zeit beginnt die Entstehung der Sahara. Unsere Vorfahren dringen in die Baumsavannen und Flusslandschaften vor, die sich an den Rändern der schrumpfenden Regenwälder ausbreiten. Die Vorläufer des Menschen bleiben zunächst vermutlich Baumbewohner, die in Nestern in den Bäumen schlafen. Der 4,4 Millionen Jahre alte Ardipithecus ramidus etwa hatte Hände mit affenähnlichen langen Fingergliedern, wie sie für Baumbewohner typisch sind. Becken und Füße zeigen aber, dass die Art sich zumindest zeitweise am Boden aufgehalten hat. Und um sich die Nahrungsquellen der Baumsavanne erschließen zu können, muss man wandern können. Dann kann man dorthin gehen, wo Nahrungspflanzen reif sind und kann dabei auf Fleisch von verstorbenen Pflanzenfressern hoffen. Beim Wandern aber sind Jungtiere hinderlich. Es sei denn, man kann sie in den Armen tragen. Auf diese Weise erschließt sich vermutlich der aufrechte Gang. Damit ist dieser Gebirgszug in Afrika, der sich vor 20 Millionen Jahren gebildet hat, möglicherweise der Grund, warum wir heute auf zwei Beinen laufen. Vor 2,5 Millionen Jahren führt die zunehmende Abkühlung am Ende des Pliozäns zu den Eiszeiten des Pleistozäns. Im tropischen Afrika wird es immer trockener. Die neu entstandenen Busch- und Grassavannen sind als Lebensraum weniger angenehm als die früheren Baumsavannen. Da unsere Vorfahren aber dank ihrer Intelligenz und Organisationsfähigkeit wirksame Verteidigungsmechanismen erfinden können, überlebt der Australopithecine und seine Nachkommen entwickeln sich zur Gattung Homo, dem Menschen. Er taucht erstmals vor gut 2,5 Millionen Jahren in Afrika auf. So alt sind auch die ältesten Funde von ersten, einfachen Steinwerkzeugen.
Die neue Gattung Homo umfasst bereits mindestens zwei Arten, Homo rudolfensis und Homo habilis. Beide stehen gewissermaßen zwischen Australopithecine und modernen Menschen. Zu dieser Zeit wird das Klima in Ostafrika noch extremer. Schwankungen der Erdachse sorgen mal für trockene, mal für feuchte Perioden. Lernfähige Tiere, die Werkzeuge geschickt gebraucht haben, hatten womöglich in dem wechselhaften Klima der damaligen Zeit Vorteile beim Überleben und der Fortpflanzung. Und so hat sich die Lernfähigkeit in den menschlichen Erbanlagen verankert. Vor 1,9 Millionen Jahren taucht eine neue Art auf. Homo erectus. Seine Proportionen entsprechen denen des modernen Menschen. Seine Fußabdrücke sehen aus wie die unseren und er erreicht bereits eine Körpergröße von 1,80 Meter. Das Klima auf der Erde ändert sich erneut. Der Meeresspiegel sinkt, der Abstand von Arabien zu Afrika sinkt auf wenige Kilometer und so wird das Rote Meer seicht und schmal. Vor etwa 1,5 Millionen Jahren nutzt das eine kleine Gruppe, um Afrika zu verlassen. Sie gehört zu einer jüngeren Art des Menschen, dem Homo sapiens. Sie vermehren sich und wandern weiter nach Indien, Asien und Europa. Sie ziehen immer weiter Richtung Norden. Doch zur selben Zeit wächst eine Eiswand in Richtung Süden. Die Ursache? Die Umlaufbahn der Erde schwankt, der Kohlenstoffdioxidgehalt in der Luft sinkt und die warmen Meeresströme haben sich verändert. Es ist der Anbruch der Würmeiszeit. Riesige Eismassen formen sich ihren Weg. Vor 20.000 Jahren kommen die Gletscher zum Stillstand. Ein Großteil der Nordhalbkugel ist mit bis zu 2,5 Kilometer dickem Eis bedeckt. Daher sinkt der Meeresspiegel weiter. Und so bildet sich eine Landzunge zwischen Sibirien und Alaska und die Menschen gelangen nach Amerika, dem letzten großen Kontinent, der noch nicht besiedelt war. Vor 14.000 Jahren ändert sich die Lage erneut. Die Gletscher auf der Nordhalbkugel schmelzen langsam und vor 6.000 Jahren haben sich die übrigen Eisreste in die Arktis und Antarktis zurückgebildet. Die Vereisung der Polkappen ist das charakteristische Zeichen einer solchen Eiszeit. Eine Eiszeit, die bis heute anhält. Wir haben die Geburt der Erde gesehen. Sie entstand als eine heiße Kugel aus glühendem, geschmolzenem Gestein, umgeben von heißen, ätzenden und giftigen Gasen. Die Erde kühlte ab, sodass sich eine Kruste und auf ihr flüssiges Wasser sammeln konnte. Meere entstanden. Wir sind abgetaucht und haben beobachtet, wie dort vor etwa 3,8 Milliarden Jahren das Leben begann. Vulkankatastrophen und ewiges Eis haben unsere Erde bedroht. Vor 550 Millionen Jahren reagiert unser Planet mit einer Explosion des Lebens. Innerhalb kurzer Zeit entwickeln sich aus den primitiven Lebensformen eine enorme Artenvielfalt. Zunächst spielt sich das Leben nur in den Ozeanen ab. Dann besiedeln die Pflanzen das Land. Später zieht auch die Tierwelt nach. Zuerst entwickeln sich die Amphibien, die sich bereits ein wenig an Land vortasten können. Und schließlich auch die Reptilien, die unabhängig vom Wasser werden und das Land erobern. Das Zeitalter der Dinosaurier. Riesige Echsen entwickeln sich und beherrschen das Leben fast 200 Millionen Jahre lang. Doch auch das Erdmittelalter endet mit einem einschneidenden Ereignis. Vor etwa 65 Millionen Jahren schlägt ein großer Meteorit auf die Erde ein. Dabei wird so viel Staub und Asche in die Luft geschleudert, dass sich der Himmel verdunkelt und das Klima für lange Zeit verändert. Die Dinosaurier und viele andere Arten sterben aus. Davon profitieren vor allem kleine Säugetiere. Nun können sie sich rasant ausbreiten, die unterschiedlichsten Lebensräume erobern und sich immer weiterentwickeln. Auch der Mensch stammt von dieser Gruppe ab. Wenn wir die Erdgeschichte in 24 Stunden betrachten würden, gäbe es uns erst seit 3 Sekunden. Und es ist beeindruckend, was wir in dieser Zeit geschafft haben. Von Menschen, die nur Muskelkraft kannten, haben wir das Feuer entdeckt. Mit Kohle und Öl industrialisierten wir die ganze Welt. Als wir lernten, Atomkerne zu spalten, haben wir das Atomzeitalter erreicht. Mit jedem dieser Schritte haben wir die Möglichkeit gefunden, uns mehr als nur dem reinen Überleben zu widmen. Wir haben Kultur geschaffen, Sprache und Schrift entwickelt, die Wissenschaft entdeckt und sind in den Weltraum geflogen. Wir leben nicht nur auf der Erde, sondern haben aus ihr unsere eigene Welt geschaffen.